Servus, meine Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt. Ciao, Bella, e bello. Ja, wir starten direkt. Es geht um die Liebesenergien für den November. Der November wird der spirituellste Monat im ganzen Jahr und es fließen so hohe Frequenzen, also auch Licht und Informationen ein, wie noch nie zuvor in diesem großen Wandlungsprozess. Das heißt, ganz grundsätzlich, dass wir im November den größtmöglichen Entwicklungssprung in uns vollziehen können. Jeder von dort aus, wo er jetzt gerade steht, auf seinem Weg. Wenn dich das Mischen nicht interessiert, dann spul einfach vor. Und der November bringt unglaublich revolutionäre Energien ins Feld. Und noch so manches anderes. Also wenn dich das interessiert, dann schau gerne das Video an mit den Monatsenergien. Da zähle ich die Hauptenergien alle auf. So, wir ziehen dann nachher noch Zusatzkarten, vielleicht ein Krafttier oder eine Geistführerbotschaft, schauen wir mal. Also starten wir. Unser Herz, die Liebe, worum geht's denn? Es sollte mal wieder ein Ertragen der Hauptenergie sein für den ganzen Monat. Es ist die Königin der Münzen. Wir dürfen uns absolut unseres Wertes bewusst sein. Wir dürfen erkennen, was für ein wertvoller Schatz wir sind als Menschen. Welche wundervollen Fähigkeiten, Talente und Potenziale wir in uns tragen. Wie wir ein Geschenk sind für alle anderen. Und dass wir auch Dinge zu geben haben, die das Leben anderer Menschen bereichert, ihnen gut tut. Und wir dürfen erkennen, welche innere Fülle in uns ist. Und wie erfüllt wir sind. In deinen Liebesangelegenheiten fließt einiges ein, was wertvoll ist. Doch du kannst es im Moment so gar nicht wahrnehmen. Du hängst gerade fest in irgendwelchen Mangelgedanken. Du bist gerade irgendwie darauf fokussiert, was in deinen Liebesangelegenheiten, Lieblingsprojekten oder eben auch in deiner Liebesbeziehung gerade alles nicht so ganz rund läuft, nicht so ganz gut läuft. Also du bist hier eher auf das dunkle Gebäude konzentriert und fixiert, als dass du das Leuchten und Strahlen erkennst, das in deiner Liebesgeschichte vorhanden ist. Und du siehst auch nicht, dass der andere dir immer wieder die Hand reicht,
dir die offene Hand anbietet und auf dich zugeht. Egal wie viel der andere dir immer wieder gibt, du nimmst es so nicht wahr. Dir ist es zu wenig, dir reicht es nicht. Hier darfst du mal völlig in der Ruhe in dich gehen, in dich hineinfühlen und auch die vergangenen Wochen, Monate oder Jahre Revue passieren lassen. Werfe mal einen sehr neutralen, analytischen Blick auf deine Liebesgeschichte. Mit allem, was war. Also achte darauf, dass du auch in der Rückschau nicht nur in die negativen Sachen gehst, sondern erinnere dich auch an die ganzen schönen Sachen, an die positiven Sachen, an die unterstützenden Sachen, an die Momente, wo ihr miteinander lachen konntet, wo ihr hervorragende, tiefe Gespräche geführt habt, wo dein Partner dich vielleicht getröstet hat. Oder dir den Rücken gestärkt hat. Komm in die Ruhe und in die Stille. Da wirst du einige Erkenntnisse gewinnen können. Hier kann dir ein Licht aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Alltagstrubel sehen wir die Dinge oft einseitig oder falsch oder überbewertet. In der Ruhe liegt die Kraft, als neutraler Beobachter alle Aspekte sich anzuschauen. Genau. Der Stern auf dem Kopf sagt dir, dass du im Moment den Weg nicht sehen kannst, wie es weitergehen könnte. Du bist da gerade planlos. Und dir fehlt die innere Verbindung zu deiner Intuition und zu deiner hohen Seele. Die Karte lädt dich also ein. Verbinde dich mit deiner Intuition, fühle in dein Herzgefühl, in dein Bauchgefühl und bitte jeden Morgen an der Bettkante, bevor du aufstehst, dein hohes Selbst oder auch deine Guides aus der geistigen Welt um Führung durch den Tag. Es fließen dann durchaus feurige, kreative Energien für dich ein. Das heißt, hier kann die Leidenschaft wieder aufflammen. Du kannst hier einen Prozess vollziehen in der Ruhe, in der Stille, der dir Erkenntnisse bringen wird, der dich wieder besser verbindet mit deinem Herzen und deiner hohen Seele. Und das setzt leidenschaftliche, kreative Energien frei, die dich wieder wachsen und gedeihen lassen, die dich wieder aufleben lassen, wo dein Lebensfunke neu erstrahlt und es kann zu einem Strohfeuer der Leidenschaft, der Sinnlichkeit und der neuen Verliebtheit in deiner Beziehung kommen, so dass du also auch deinen Partner dann wieder in neuen Augen oder mit neuen Augen betrachtest, in einer neuen Sichtweise. Ah, hier kommt auch wieder Lippen.
lebendige Lebensfreude herein. Kam jetzt gerade extra noch explizit durch. Das führt dich heraus aus der gedrückten, bedrückten Haltung, die du am Anfang des Monats noch in dir trägst, wo du nur eben gesehen hast, was alles schiefgelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, wo die Kelche umgefallen sind, wo das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde, sagt man ja so schön, sondern hier kommst du dann wieder heraus eben mit dieser lebendigen Lebensfreude und feuriger Leidenschaft und kannst dann wieder erkennen und sehen und dir darüber bewusst sein, welche gefüllten Kelche, welche standhaften Kelche in eurer Beziehung tragend sind und eine stabile Basis darbieten. Und so geht es weiter voran für euch beide. Also entweder jetzt in deiner Liebesbeziehung oder aber auch mit deinem Lieblingsprojekt. Hier könnt ihr beide weiterkommen, voranschreiten in eurer Beziehung. Ihr zieht beide an denselben Zügeln in die gleiche Richtung, denn anders würde es nicht funktionieren. Würde ein Pferd in die eine Richtung wollen, das andere Pferd in die andere Richtung, dann würde es die Gurte zerreißen, der Wagen würde stürzen. Hier gäbe es kein Weiterkommen, aber ihr kommt hier in die Energie herein, dass ihr wieder beide an derselben Sache, am selben Strang zieht und es geht für euch weiter voran und zwar kraftvoll. Und es zeigen sich zum Ende des Monats, also das sind immer circa 4 Wochen, wo das Blatt gilt. Bei dem einen kann das mal schneller gehen und ist nach 3 Wochen schon dieser Zyklus durchlaufen. Bei dem anderen kann es auch mal 5 Wochen dauern. Nagelt euch da nicht selber in den Gedanken an Zeiten fest. Bindet euch da nicht. Es zeigen sich noch die 4 Münzen zum Schluss dieses Zyklus. Das heißt, zum einen kannst du hier, könnt ihr beide hier, kriege ich rein, eure gewonnenen Erkenntnisse für euch sichern. Ihr könnt eure Beziehung festigen und vertiefen und hüten wie einen Schatz. Ihr kommt hier beide wieder in dieses Fühlen hinein, dass eure Beziehung ein wertvoller Schatz ist, den es gilt, zu hüten, zu hegen, zu pflegen und zu schützen. Eure Beziehung ist es wert, dass sie gehegt und gepflegt und beschützt wird von euch beiden. Sehr schön. Wir nehmen noch eine Lichtcode-Orakelkarte dazu. Welcher Lichtcode unterstützt diesen Liebesprozess im November? Macht euch einen Screenshot. Fruchtbare Wege. Genau. Hier geht der Weg fruchtbar weiter. Es öffnen sich Möglichkeiten für dich, die lukrativ und erfüllend sind. Ja, auch das liegt hier natürlich schon als Grundenergie mit drin. Dazu brauche ich nichts weiter zu sagen. Dann nehmen wir noch ein Krafttier dazu. Und eine Rune ziehen wir dann auch noch.
Die will springen. Die Mücke oder auch Moskito. Energievampirismus. Unerlöstes zerrt und saugt an deiner Lebensenergie. Was zieht die Energie ab? Erkenne es, löse dich davon und schütze dich. Also hier haben wir den Hinweis, dass diese Mangelgedanken von dir, und du hast wahrscheinlich auch dementsprechend Gefühle des Mangels in dir, dass du dich niedergeschlagen fühlst, dass du dich ausgenutzt fühlst, dass du dich ungeliebt fühlst, dass du dich nicht genug gesehen fühlst von deinem Partner. Die Gefühle entstehen aus den Gedanken. Also es ist immer zuerst der Gedanke da und der Gedanke formt das Gefühl. Diese Gedanken und Gefühle ziehen dir deine eigene Energie und Kraft ab, so dass du dich dann auch müde fühlst, erschöpft fühlst, ausgelaugt fühlst. Also, geh in die Ruhe und Stille, reflektiere alles, die Sachen, die du als negativ siehst, genauso wie die positiven Sachen. Erinnere dich an alles, was gut ist in deiner Liebesbeziehung. Werde dir dessen wieder bewusst, ja? Damit diese Mangelgedanken und Mangelgefühle sich auflösen können, also dass du sie auflösen kannst, dass du sie überwinden kannst, dass du sie hinter dir lassen kannst, indem du und sie dann aufhören, dir weiter Energie zu rauben und zu saugen, damit du wieder erkennst und dir bewusst bist, was alles Gutes in eurer Beziehung ist, was hervorragend läuft, wie viel Achtung sehr wohl da ist, auch von seitens deines Partners, wie viel Wertschätzung da ist von seinen deines Partners. Also indem du hier den Fokus deiner Gedanken und deiner Blickrichtung wieder auf das lenkst, was positiv in eurer Beziehung ist, indem du dich wieder darauf konzentrierst, was alles gut und schön ist in eurer Beziehung und auch in der Vergangenheit schon war, und indem du deinen Fokus ausrichtest, dass auch du ab sofort alles dafür tust, dass es gut und schön ist in eurer Beziehung. Dadurch wendest du hier das Blatt in die positive Richtung und dann saugt es auch nicht mehr an deiner Energie. Ganz im Gegenteil, dann schenkt es dir wieder Energie. Dann kommst du wieder in deine Kraft, in die feurige Kraft. So, noch eine Rune mit dazu. Willkommen zu einem heiligen Leben. Welche Rune unterstützt das Ganze? Jawohl, hier haben wir nochmal eine Bestätigung zum Wagen. Das ist die Rune Reidung. Es ist der Weg, der weitergeht, das Vorankommen, das Voranschreiten. Reido ist auch der Hinweis auf die verschiedenen Rhythmen des Lebens und dass es jetzt einen Wechsel gibt in diesen Lebensrhythmen bei dir. Klar, aus dem Mangel denken und fühlen wieder heraus in die Bewusstwerdung und Wahrnehmung,
dessen, was da ist, am Guten, am Positiven, am Schönen. Es steht auch für den Herzweg. Es ist ein Hinweis. Folge dem Weg deines Herzens, dem Ruf deines Herzens. Dein Herz kennt den richtigen Weg für dich. Und Raidō steht auch für die Reise. Vielleicht wäre es tatsächlich auch eine gute Idee, dass ihr euch einen kleinen Wochenendtrip gönnt für eure Liebe. Ja, meine lieben, wundervollen Seelen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der Legung sagt oder wo ihr gerade steht. Gebt mir gerne einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Fühlt euch umarmt und gedrückt und geknuddelt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen November. Pfiat euch, Servus, ciao, ciao.